Vielen Dank, Frau Splitt. Jetzt hat Markus Ulrich vom LSVD das Wort. Bitte schön. Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Anwesende, auch ich bedanke mich für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Deutschland 2019. Bespuckt es, schlagt es, früher wärst du vergast worden, aber auch heute kriegen wir dich noch. Diese Hassbotschaft findet eine Transfrau an ihrer Wohnungstür. Ein lesbisches Paar geht Arm in Arm die Straße entlang, es wird von drei Jugendlichen lesbenfeindlich beleidigt und verfolgt. Nach 3 Jahren Mobbing sehen sich ein evangelischer Pfarrer und sein Mann gezwungen, die Gemeinde und die Stadt zu verlassen. Laut Bundesinnenministerium wurden im ersten Halbjahr 2019 bereits 245 Fälle von Hasskriminalität gegen die sexuelle Orientierung erfasst, davon 54 Gewaltdelikte. Jeden Tag mindestens einer. Und das ist die Spitze des Eisbergs. Selbst bei der Polizei geht man von einer Dunkelziffer von 80-90% aus. Diese Fälle alltäglicher LSBTI-Feindlichkeit werden auch unterstützt durch gesellschaftliche Autoritäten und staatliche Politik. Ein intergeschlechtlich geborenes Kind hat keine Garantie, körperlich unversehrt seine Kindheit zu verbringen, weil Ärztinnen es für Krankheiten und ihre geschlechtlichen Normen anpassen wollen. Die Transfrau müsste 2 demütigende Gutachten absolvieren, die sie selbst bezahlen muss, will sie ihren Geschlechtsantrag ändern. Gründet das lesbische Paar eine Familie, dann müsste die eine selbst als Ehefrau der biologischen Mutter ebenfalls erstmal 1 Jahr geprüft werden, ob sie gut genug ist, auch rechtlich Elternteil zu sein. Entgegen der Rechtsprechung wird LSBTI-Geflüchteten durchaus eine Anerkennung der Verfolgung mit dem Hinweis verweigert, sich doch in ihrem Heimatland einfach zurückzuhalten. In der katholischen Kirche und den meisten muslimischen Verbänden wird beteuert, man wolle selbstverständlich Lesben, Schwule und Bisexuelle nicht diskriminieren. Die offizielle Position, gleichgeschlechtliche Liebe und Sexualität sei eine Sünde, man erwarte Enthaltsamkeit, steht dazu absurderweise für viele in keinem Widerspruch. Diese Schlaglichter geben Einblick in die Realität von LSBTI. Ohne Frage. In jahrzehntelangen Kämpfen wurden Fortschritte bei der rechtlichen Anerkennung und gesellschaftlichen Akzeptanz von LSBTI erkämpft und gewonnen. Aber gleichzeitig werden sie im Alltag auch heute noch benachteiligt, verleugnet, beleidigt oder angegriffen. Ihre Grundrechte auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, auf körperliche Unversehrtheit und Nichtdiskriminierung werden auch durch staatliche Politik eingeschränkt oder nicht vollständig garantiert. LSBTI überlegen sich sehr genau, ob, wann und wo sie sich outen. Zugleich zeigen die Entwicklungen der letzten Jahre, dass eine zukünftige positive Entwicklung keineswegs selbstverständlich ist. Grundrechtsfeindliche Homogenitätsvorstellungen, völkische Ausgrenzungsideologien und religiös-fundamentalistische Bewegungen sind auch durch Abwertung von LSBTI geprägt und sind deutlich lautstärker geworden. Mit großer Energie wird dafür gekämpft, LSBTI weiterhin gleiche Rechte und Entfaltungsmöglichkeiten zu verweigern, ihre Erfolge zurückzudrehen und sie aus dem öffentlichen Leben zu drängen. Uns wird derzeit eher vor Augen geführt, wie fragil und zerbrechlich Normen des respektvollen und gewaltfreien Umgangs eigentlich sind. Unabhängig davon, dass sie im Alltag oft nicht eingelöst werden, plötzlich gelten sie nicht mehr mal als allgemeinmenschliche Werte, sondern als abzulehnende, Zitat, linksgrün versiffte Umerziehung. Zitat Ende. Ein aggressives und menschenfeindliches Klima ist wieder salonfähig. In den kommenden Jahren gilt es, eine offene und demokratische Gesellschaft zu verteidigen und zu stärken. Daher fordert der LSVD einen wirksamen und auf die Zukunft gerichteten nationalen Aktionsplan gegen LSBTI-Feindlichkeit. Das wäre ein staatliches Bekenntnis, dass LSBTI als gleichwertiger Teil zu Deutschland gehören und ein Recht darauf haben, angst- und diskriminierungsfrei zu leben. Aus diesen Gründen unterstützen wir als LSVD den Antrag der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank.